Unser Retiarius ist ein ausgesprochen stolzer Germane, doch dieser Stolz wurde ihm zum Verhängnis. Da er sich den römischen Soldaten gegenüber dermaßen hochmütig gab, wurde er zum Sterben als Gladiator in die Arena geschickt. Doch er erweist sich als außerordentlich guter Kämpfer und hofft, bald seine Freiheit wiederzuerlangen. Meine Damen und Herren, Venator, unser Retiarius. Und ihm gegenüber ein Spieler, wie im Buche steht, der Sekutor Molos. Seiner Spielsucht hat er es zu verdanken, hier zu sein. Beim Würfelspiel alles verloren, Hab und Gut. Und sein Leben wurde hierher an den Lannister teuer verkauft. Und hier spielt er nun mit Leben und Tod. Meine Damen und Herren, Molos! Venator bittet Sie um Ihre Unterstützung. Oder entscheiden Sie sich doch für Molos? Spannender Kampf, meine Damen und Herren. Das hat Anfeuerung verdient. Alles fordert Ihre Stimmen ein, meine Damen und Herren. Wendigkeit hat Applaus verdient. Der Kampf zwischen einem Sekutor und einem Retiarius gehörte zu den beliebtesten Paarungen in der Arena.
sehen, Venator gibt nicht auf, sein Stolz lässt keine Niederlage zu. Doch nun ist der Medikus gefragt. Nein, doch nicht. Wir brauchen eine Publikumsentscheidung. Neben der roten Tafel sehen Sie unseren Retiarius Venator. Hand hoch, wer für diesen Kämpfer ist, und die Stimme abgeben. Eine große Fangemeinde. Und wie sieht es für unseren Sekutor Mollus aus? Hände hoch und Stimme! Ich würde sagen, ungefähr Gleichstand. Wir müssen das Wort wieder an unseren Editor weitergeben. Wie entscheidet Julius Vitus? Unser Retiarius ist der Sieger! Einen Applaus für unseren ausdauernden und wendigen Kämpfer.